Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute gibt es mal wieder ein neues Unboxing-Video von mir, denn ich möchte gemeinsam mit euch diesen richtig schönen Zwillingskinderwagen öffnen und aufbauen. Also viel Spaß und los geht's! Ja, hier könnt ihr jetzt auch schon das Set sehen. Also es ist ein ziemlich kleines Set, aber ich finde der Kinderwagen, der sieht schon so richtig schön aus. Und dieses Set hat die Nummer 5573. Und ja, da könnt ihr auf jeden Fall schon mal die beiden Zwillinge sehen. Und auch natürlich die Mutter, die eben den Kinderwagen da schiebt. Und auf der Rückseite könnt ihr dann noch die ganzen Einzelteile sehen. Also ja, da gibt es eben die beiden Babys, die Mama, die Tasche, den Kinderwagen und diese zwei Rasseln. Und ich würde sagen, ich mache das jetzt mal auf. So, diesen Karton muss ich dann jetzt erstmal hier so aufmachen. Und dann können wir auch schon die ganzen Sachen rausholen. Also hier gibt es dann auf jeden Fall diese Tüte. Dann natürlich noch die Anleitung. Und wie immer so ein kleines Heft mit den ganzen Sets. Ja, ich mache jetzt erstmal diese Tüte hier auf. Und dann können wir auch gleich mit dem Kinderwagen beginnen. Also, zuallererst benötigen wir dann dieses graue Teil hier. Da kommen dann erstmal diese kleinen Räder dran. Und die kommen hier vorne rein. Einmal da. Und dann noch einmal hier. Und dann sind als nächstes diese größeren Räder an der Reihe. Die müssen wir jetzt hier drauf schieben. Also das eine Rad da. Und das andere Rad auf der anderen Seite. Dann brauchen wir noch das hier. Denn die Mama muss ja irgendwie den Kinderwagen schieben können. Also irgendetwas muss sie ja festhalten. Und dann kommen jetzt auch schon diese beiden Sitze. Also diese beiden Babyschalen hier dann drauf. Nee, umgekehrt. So. Dann sieht die Mama auch immer die Babys, wenn sie mit ihnen spazieren geht. Und dann natürlich auch noch das hier. Das kommt dann hier rein, beziehungsweise da drauf. Und als nächstes ist dann natürlich auch noch dieses Verdeck hier vom Kinderwagen an der Reihe. Das kommt dann hier dran. Und alles ist richtig schön rot, also die Farbe gefällt mir ziemlich gut. Und ja, so sieht es dann aus. Also der Kinderwagen ist schon richtig schnell fertig. Es war also ziemlich einfach und ja, dann können wir natürlich auch schon mal die Babys da reinmachen. Aber guckt mal, die sind so klein. Ja, die Babys sind echt süß. Das eine Baby darf sich jetzt hier hinsetzen, beziehungsweise das darf da liegen. Und das andere Baby natürlich dann daneben. So. Und jetzt sind sie auch vor der Sonne gut geschützt. Dann gibt es natürlich noch die Mama. Die hat auch ein richtig schickes Outfit an. Also hier so ein weißes Hemd mit Punkten, also mit roten Punkten da. Und ja, eine blaue Hose und rote Schuhe. Und dann hat sie natürlich noch diese Handtasche. Die passt auch perfekt zu der Kleidung von den Babys, denn die ist ebenfalls grün. Und dann gibt es noch diese zwei Babyrasseln, damit die Babys einfach ein bisschen spielen können, während sie ja spazieren gehen. Darum darf jetzt dieses Baby hier diese Rasse hier halten. Und das andere Baby dann diese hier. Diese Rasseln sind ziemlich klein. So, jetzt halten beide Babys ihre Rasseln. Und ja, ich finde dieses Set richtig toll. Also die Babys sind echt süß. Und ja, der Kinderwagen, der ist auch richtig praktisch, wenn man dann so Zwillinge hat. Also mir gefällt es richtig gut. Und ja, hier könnt ihr jetzt auch noch sehen, wie die Mama dann eben den Kinderwagen schiebt. Jetzt gehen sie schön ein bisschen spazieren. Und ja, den Babys, den gefällt es bestimmt auch sehr gut.
Ja, Leute, das war's jetzt mit dem Video. Also ich finde diesen Kinderwagen richtig cool. Da können ja zwei Babys drin sitzen. Und die Babys, die sind auch so süß. Also mir gefällt das halt richtig gut. Wenn euch das Video aber auch gefallen hat, dann lasst uns doch gerne einen Daumen nach oben da, damit wir das auch sehen können. Und vergesst nicht, noch unseren Kanal zu abonnieren, denn dann verpasst ihr kein weiteres Video mehr von uns. Habt aber auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!